Ja, mein Name ist Patrick Borchers, ich bin 27 Jahre alt, bin einer der Physiotherapeuten beim AVESA All-Star Game, arbeite mit Andreas Plau zusammen in der MOI-Fachklinik in Bad Pyrmont, spiele selber auch Fußball in Lattwerde, wie einer der Mitstreiter Philipp Gaste, und bin bei dem Spiel für die Betreuung der Spieler zuständig. 28. Juni, AVESA All-Star Game im Hameln-AVESA Berglandstadion. Der FC St. Pauli ist zu Gast, spielt gegen die AVESA All-Stars, und Patrick Borchers ist von der M&I-Klinik dabei als Physio, als derjenige, der sich um das Wohlbefinden und die Gesundheit sozusagen der Spieler kümmert. Gibt es da irgendwelche Vorbereitungen, die da aus Spielersicht zu treffen sind? Was liegt den Tag so aus Physio-Sicht quasi an? Ja, im Prinzip ist natürlich wichtig, dass man sich vernünftig aufwärmt. In den Spielen auf den Dörfern ist das mal mehr, mal weniger effektiv und intensiv, sage ich mal. Da sollten wir schon gutes Augenmerk drauf legen, dass wir da nicht Verletzungen schon vorher produzieren, gerade weil wir in der Zeit nicht im aktiven Saisonbetrieb sind, und natürlich auch sonstige Vorbereitungen wie Tapes legen, eventuell nochmal so die Statik der Spieler vorm Spiel angucken. Ja. Du warst ja selbst auch schon bei 96 aktiv im Physiostab. Also das heißt, wenn St. Pauli als Zweitligist kommt, ist das für dich gar nicht so was Neues sozusagen. Vielleicht was Besonderes, weil es eben in Hameln stattfindet. Die AVESA All-Stars sind der Gegner. Du kennst die Spieler, die dort mitspielen. Spielst ja teilweise mit ihnen zusammen. Philipp Gaster hast du erwähnt, teilweise gegen diese Spieler. Wie würdest du so das Spiel an sich auf sportlicher Basis beurteilen? Ja, es wird sicherlich eine spannende Partie in Anführungszeichen. Also wir werden sicherlich der Außenseiter sein, aber ich denke, wir haben auch schon den einen oder anderen guten Spieler dabei. Und wenn wir eine kompakte Defensive haben, denke ich, kann man auch über eine gewisse Zeit dem Offensivfeuerwerk der Paulianer standhalten, und lassen uns mal überraschen, was war. Entgegenzusetzen haben. Zumal wir ja mit dem Philipp Gaster auch einen Spieler haben, der das in seinem Verein unheimlich gut vormacht, dass eine Mannschaft auch ganz oben stehen kann und für viele Überraschungen sorgen kann, die man nicht unbedingt vor der Saison auf Rechnung gehabt hat. Vielleicht deswegen nochmal persönlich, ihr seid mit dem FC Lattwerde Tabellenführer in der Fußballkreisliga. Wo führt der Weg hin bis zum Saisonende? Das steht dann ja schon am 28. Juni fest. Ja, im besten Falle natürlich dort bleiben. Also es ist noch ein langer Weg. Die letzten beiden Spiele, oder aus den letzten drei Spielen, haben wir leider zwei verloren. Eins davon sehr, sehr unglücklich. Muss man mal sehen. Also wir haben im Moment noch einen Vorsprung von 4 Punkten, allerdings mit 2 Spielen weniger. Das heißt, wir können schon noch überholt werden. Aber wir haben halt noch die Chance, im direkten Spiel Salzhemnow zu schlagen. Und dann schauen wir mal. Also Tabellenplatz sichern. 2 und 3, und wenn 1 am Ende bei rauskommt, dann sind wir natürlich alle froh. Und dann ist Anfang Juni, da steht die Entscheidung, und Ende Juni haben wir das AVESA All-Star Game in Hameln im Weserberglandstadion. AVESA All-Stars, FC St. Pauli, schön, Patrick, dass du und die M&I-Fachklinik dabei sind. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.